Herzlich willkommen zurück zu The Darkness 2. Eigentlich war das Willkommenswort falsch. Ich sage nur, ich grüße euch. So, ja. Es hat sich jetzt wieder was geändert. Ich habe jetzt mal meinen Xbox-Controller am PC angeschlossen. Und jetzt sind die Bewegungen etwas, ja, geschmeidiger und nicht so, ja, wie nennt man das so? Richtig stockend. Was ist das da? Ist das doch was? Okay, ja. Zack, her mit dem Relikt. So, wir haben jetzt zwei. Moment, jetzt haben wir nur eine in der Hand. Die Strike haben wir auch noch. So, es geht endlich weiter. Ich hoffe, ich habe auch im letzten Part gesagt, es ist bald das Ende. Also, es soll bald das Ende sein. Was passiert jetzt? Oh mein Gott, das wird so gruselig. Versprich mir, dass du mich beschützt. Jenny? Was ist das? Sag nicht, dass du dich immer noch im Dunkeln fürchtest. Nee. Aber ich bin die Dunkelheit. Wow. Macht das Spaß, oder was? Warum haben wir jetzt eine Waffe? Sie sitzt neben uns. Und wir haben eine Waffe in der Hand. Hey, jemand. Oh. Wow. Was war das? Was macht ihr hier in der Geisterbahn? Dann nehmen wir mal die MP5, MP7. Das ist doch endlich. So. Geht's hier weiter? 1000 Hände. Oh oh. Ich hab mir die Hose gemacht. Oh, je. Oh, oh. Sag mal. Aber ich hasse das, dass wir immer so viel aushalten. Ich sehe eigentlich gar nicht. Seht ihr eigentlich genug? Ich hoffe, ihr seht genug. Wow. Was ist das? Leckt das denn so? Sag mal. Oh. War wirklich eine ganz schön brutale Geisterbahn. Danke, dass du mich beschützt hast. Wie kann ich dir danken? Hm. Und zack, ist sie wieder weg. Jenny? Jenny! Ah, die eiserne Jungfrau. So. Ist doch sowas, ne? Schubst du denn wieder rein? Diese alte Reliquie kann dich so lange halten, wie es dauert, dir die Finsternis zu entziehen. Und dann verbrennen wir dich bei lebendigem Leib. Ich habe versucht, dir zu helfen, aber jetzt machen wir es auf die harte Tour. Mr. Peevish, bereiten Sie das Dornbett für den Transport zum... Oh, Jemin, bin ich schon wieder. Als ich das erste Mal erwischt wurde, steckten sie mich an einen Platz wie diesen. Nicht die Cops. Diese Weicheier haben mich nur verwarnt. Aber die Wichser im Waisenhaus, die nicht. Sie haben mich direkt in die Kiste gesteckt. 24 Stunden eingesperrt. Im verdammten Keller. So eine schwarze Dunkelheit hast du noch nie erblickt. Sowas ist zu viel für ein Kind. Möglich, dass ich daran zerbrochen wäre. Doch sie war für mich da.
einmal die Stunde fand Jenny einen Weg, sich herunterzuschleichen und durch die Tür zu flüstern. Keine Sorge, Jackie, ich bin hier. Aber das ist lange her. Jenny wartet nicht vor der Tür. Und ich habe keine Angst vor der Dunkelheit. Die Bruderschaft glaubt, dass sie mich hier einsperren können. Aber sie haben keine Ahnung, mit wem sie sich anlegen. Ich bin die verfluchte Dunkelheit und ich bringe die Finsternis mit. Und jetzt passiert. Edward, was ist los? Oh, Scheiße. Er hat sich selbst geschnitten. Nein, es ist okay. Ich glaube, er hat sich an den Werkzeugen gekratzt. Da drin sieht's aus wie in einer eisernen Jungfrau. Bitte sehr, Großer. Alles wird gut. Schon du wieder in diesem dämlichen Scheiß-Krankenhaus? Herrje, oder Jackie, Psychiatrie? Dr. Wick würde mir den Kopf abreißen, wenn er wüsste, dass du bei all den Werkzeugen warst. Du hättest dich verletzen können. Gott verdammt! Ich muss hier raus! Wenn sie die Finsternis kriegen, verliere ich Jenny! Es gibt keine Finsternis, Jackie. Und Jenny ist hier. Niemand hat sie, okay? Hey, du hast keine Schwierigkeiten, okay? Aber komm nicht hier rein, kapiert? Er denkt, er wäre der Kopf der Mafia. Letztes Jahr war er ein Spion des britischen Geheimdienstes. Nur Geduld, Jenny. Niemand wünscht sich mehr als ich, dass Jackie anspricht. Die Medizin braucht Zeit, um zu wirken. Jenny! Oh nein, er ist noch nicht bereit, mich zu sehen. Jenny, warte! Ah, Schönling. Jenny will dich jetzt nicht sehen. Hab gehört, das letzte Mal warst du zu berührend. Aus dem Weg. Versuch das nochmal, du Spinner. Das wirst du bereuen. Jenny, ich weiß, du kannst mich hören. Ich könnte den ganzen Tag so tanzen. Finde eine Waffe. Da. Geh weg! Hör zu, Kumpel. Bist du der Typ, der weiß, wie man hier rauskommt? Oh, Jenny, wo bist du? Jackie, hier bin ich, Jackie. Ich arbeite den Flur runter. Oh, Jenny, ich liebe dich so. Ich war so traurig ohne dich. Natürlich. Kein Problem. Hoffentlich ist das hier nicht real. Ah, diese dämlichen Scheißsequenzen. Patient. Dieses Neonlicht ist schlecht für die Augen. Nichts von dem hier ist real, oder? Weißt du, nicht jede Sorte Fleisch schmeckt nach Hühnchen. Geht aber nur Scheiße. Okay, da ist. Starren Beeren. Hier ist Toilette. Hier geht's raus. Was ist das denn? Hallo Jackie. Ich brauche eine Waffe und nicht Hallo Jackie hier. Stimmt was nicht? So, gehen wir mal hier hoch und gucken wir mal hier oben. Armer Kerl, er weiß nicht einmal, wo er ist. Security. Hier geht's nicht rein. Sheldon. Swifty, wo finde ich ein Messer, ein Schraubenzieher? Was Spitzes? Ich kann meine Zähne nicht finden. Hilfst du mir, meine Zähne zu finden? Verdammt! Da hinten, gehen wir nochmal rein. Ich will gerne rennen. Nein, geht nicht. Ist das hier irgendwas? Ist hier vielleicht irgendwas? Wie sehe ich denn aus? Nicht wirklich Jackie? Oh Gott. Sieht grässlich aus. Sie schon wieder. Dolfo, wenn mir irgendjemand hier helfen kann, dann du. Ich brauche eine Art Waffe, egal was. Was? Ja, ja. Ich habe Panzerdivisionen, Kampfflieger, Schlachtschiffe. Gut zu wissen. Kennst du den Weg raus? Wir müssen sofort mit der Planung anfangen. Geh zum Hausmeisterschrank. Da findest du, was du brauchst. Okay. Du musst in Zangenformation vorrücken, bis wir Paris erreichen. Und sprich nicht mit den Bolschewiken! Wenn du fertig bist, werde ich dir wieder helfen. Für das Vaterland! Die Nation der Tschechoslowakei existiert nicht mehr! Hey, beruhig dich, sonst gehst du zurück auf dein Zimmer. Was für eine geile Anspielung auf den Zweiten Weltkrieg. Ein bisschen rassistisch ist hier gerade eben gewesen, aber egal. Komm schon.
Das willst du nicht tun, Äffchen. Was? Na bitte. Komm schon. Wir haben nicht viel Zeit. Moment mal. Kenne ich dich nicht? Du musst keine Angst haben, Jackie. Ich hab keine Angst. Ich bin scheiß angepisst. Ohne verdammt nochmal auch Zeit, was? Mach die Tür zu. Jetzt dreh dich um. Hallo, Äffchen! Was passiert jetzt hier? Du bist drin und draußen, Mann. Kaum am Leben und noch nicht ganz tot. Was? Komm schon, wir haben nicht viel Zeit. Die Finsternis hört uns nicht, weil sie schwach ist. Warte, ich verstehe nicht. Das sollst du auch nicht. So macht die Finsternis das, verstehst du? Du bist tot, aber sie kann nicht zulassen, dass du zur Hölle fährst. Diese Anstalt wurde für dich gebaut, damit du denkst, du wärst irre. Aber das ist nur ein Filter, klar. Was? Beweg dich doch nicht immer so schnell, ich komme nicht hinter dir her. Die Finsternis hat sie erschaffen, damit du nicht zur Hölle fährst. Damit du beschäftigt bist, während sie dich zusammenfällt. Du sollst davon fernbleiben. Da sind wir. Was? Wieso? Ich weiß nur, dass sie euch beide auseinanderhalten will. Ich glaube, sie hat Angst. Sag mir, wie ich zu ihr komme. Nein, ich habe schon zu viel riskiert, Äffchen. Zu viel gesagt. In der echten Welt kann ich nicht sterben. Aber in der Anstalt kann die Finsternis mich töten. Game over. Kein Rückfahrschein für mich. Ich muss zu ihr. Keine Zeit, Äffchen. Du darfst ihnen die Finsternis nicht überlassen. Wenn du sie verlierst, verlierst du Jenny. Siehst du das? Der Weg heim, Dorothy. Nun geh schon. Mach die Augen zu und spring in meinen Kopf. Wir machen eine Spritztour. Alles klar, dann werden wir mal loslegen, ne? Wow, es wird hell. Der Schmerz muss nicht auszuhalten sein, Jack. Hättest du mein Angebot angenommen, wäre dieses ganze Land vermeidbar gewesen. Es dürstet mich danach. Ich brauche sie. Immer mit der Ruhe, mein Junge. Geduld. Hilf mir! Finde einen Weg in den Keller. Sie nehmen sie. Schnell! Wird nicht viel mehr als ein Zucken sein. Wo ist Bruder Victor? Er ist unten im Keller und erledigt diesen erbärmlichen Wirt. Alles klar, ich schätze, wir müssen in den Keller. Schnell mich! Ich kann spüren, wie die Finsternis meinen Körper verlässt. Das Leben schon ist dabei. Eine sinnlose Reise in eine farblose Zukunft in der Gesellschaft von weltlichen Idioten. Scheiße, das war's, glaube ich. Jo. Irgendwas ist hier. Das war's. Was war das? Ach so. Man ist unsterblich als den kleinen Finsterling. Niemand da! Ihr seht mich nicht. Ich diene nur einem Zweck. Die Finsternis wieder zurück in die glorreiche Leere zu ziehen. Wie jetzt? Wie soll ich denn da jetzt reinkommen? Traut euren Augen und Ohren nicht! Religion ist Opium fürs Volk! Ach, hier runter. Wir werden alt und beenden unsere bedeutungslosen Tage als geistige Babys. Juhu! Gut, aber bevor wir hier weitermachen, machen wir einen kleinen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein, Leute. Tschüss.